jahrtausendealte Kampfkunst scheint nichts von ihrer Faszination zu verlieren. Die Masters of Shaolin Kung Fu aus China gastierten am Montag im Tempodrom. Auf dem Programm standen unter anderem Waffendemonstrationen und Vorführungen, die absolute Körperbeherrschung erfordern. Die einzelnen Szenen sind in eine Geschichte eingebettet. Erzählt wird die Entwicklung des Shaolin Kung Fu im Herzen Chinas sowie dessen Weitergabe an die folgende Generation. Die gelehrten Kampftechniken imitieren nicht zuletzt auch Angriffs- und Verteidigungsbewegungen der Tiere. So gibt es verschiedene Kampfstile, die beispielsweise an einen Skorpion oder einen Frosch erinnern. Im Rahmen ihrer Tournee gewährten die Masters of Shaolin Kung Fu auch in der Hauptstadt einen kleinen Einblick in ihre vielfältigen Kampfkünste.